So, wir haben vorbereitet unseren ersten Client, Microsoft Windows 11. Um der Beitritt der Domänenstruktur zu ermöglichen, gibt es erstmal den Einsatz eines Proxy-Servers. Wir haben ja festgestellt, ja, dass die Proxy-Einstellung nicht so wirklich über Gruppenrichtlinien funktioniert. Das gilt es natürlich noch zu überprüfen. Aber Stand heute ist es so. Und wir müssen für das Ethernet die DNS-Serverzuweisung ändern. Wir nehmen jetzt sogar den Alternativen als erstes und den zweiten, oder in diesem Fall der Domain-Controller als zweites. Ja, und jetzt versuchen wir natürlich, der Domäne beizutreten. So, Domäne oder Arbeitsgruppe. Und das ist hier unser Client. Bin 11. Über die Netzwerk-ID. Wir werden dann auch mal schauen, wie das mit dem Offline-Domain-Join funktioniert. So, dann haben wir hier die Domäne. Maschinenkonto erzeugen darf natürlich nur der Administrator. Das geschieht jetzt. Und natürlich soll der Administrator sein, der Domänen-Admin. Und wir starten jetzt mal neu und überprüfen danach, was sich so getan hat. Das Anmelden an der Domäne erstmal über den Administrator-Account, später über einen User-Account. Warum erstmal den Administrator? Wir wollen mal sehen, ob denn wenigstens die Zertifikate verteilt worden sind, ob das Internet funktioniert. Profil wurde erzeugt, dauert einen Moment. Und dann schauen wir doch mal, ob die Zertifikate schon verteilt worden sind. Das hatten wir ja bereits vorbereitet für Maschinen. Und das sollte funktioniert haben. Hat auch funktioniert. Andere Dinge wie Netzwerkfreigaben haben wir noch nicht durchgeführt. Das kommt später. Auch die Proxy-Einrichtung sollten wir mal prüfen. Ohne Microsoft-Konto noch geht das. Später wird das ein bisschen schwieriger werden. In den zukünftigen Versionen ist es ja nun geplant, ein Microsoft-Konto einrichten zu müssen. Augenblicklich brauchen wir das noch nicht. Das ist auch okay so. Ich finde das mit den Windows-Konten augenblicklich in Ordnung.
Was sich daraus ergibt, ist ganz klar, wir werden hier sehr viele Daten an Microsoft wahrscheinlich übermitteln. Deine Seite positiv. Es gibt halt Dinge, die sind aus User-Sicht sehr wichtig. Komfort, Anmelden, Synchronisation. Aus datenschutzrechtlicher Sicht sehr wohl sicherlich bedenklich. Guck mal kurz ins Netzwerk. Netzwerkkennung ist laut Gruppenrichtlinie noch aus. Ich mache die manuell an. Das ist der Hosting oder das Hosting. Jetzt gucken wir uns das mal an. Seminar. Ja, das ist der Pfeiler 01. Updates, Visus. Da ist jetzt sehr viel Beschreibung drin. Er wird sich später am Pfeiler melden. Da können wir jetzt mal zum Abschluss schon mal hinblicken. Das wird aber wiederum eine Zeit lang dauern. Das lässt sich nicht vermeiden. Also die sofortige Meldung bei Jesus wird nicht geschehen, aber wir können ja schon mal eine neue Computergruppe auftun für Windows 11, für später Computer, die sich hier dann eintragen. Was sind die nächsten Ziele? Sicherheit, Proxy, Netzwerkfreigaben, Beitritt zur Domänenstruktur auf eine zweite oder dritte Weise. Offline-Domain-Join ist hierbei das Stichwort. Viel Spaß noch. Bis dann.